Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem professionellen Chaos in Factorio. Und zwar mit der Tondi. Ja, genau. Hallo allerseits. Ich bin übrigens der Caro. Habe ich, glaube ich, völlig vergessen. Weiß ich gar nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin diejenige, die gerade probiert. Hört ihr mir auf, die Kohle zu klauen? Ihr ewigen Gastdinger. Das ist immer dasselbe hier, ey. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall gerade eine Speed-Module-Produktion gebaut. Für Speed-Modules 1. Das ist hier mal ein bisschen umbauen. Das heißt, jetzt baue ich eine Produktion für Speed-Modules 2 direkt dahinter. 2. So. Kommt dann da. Und da kommen rote Circuits drauf. Ja, ist ja gut. Ich bin ja gleich so weit. Das geht mir doch nicht so. Da kommen blaue drauf. Und hier kommen dann die Speed Modules 2 raus. Ja, ich bin ja gleich so weit. Das hier also Speed Modules 2. Jetzt seid ihr natürlich auch nicht im Netz. Ach, das ist natürlich blöd. Nee, das ist nicht blöd. Ist alles gut. Alles super hier. Ach, dazwischen ist halt auch kein Netz, ja? Ja, das ist irgendwie alles totales Chaos da unten mit dem Netz. Das geht eigentlich gar nicht. Was ist denn das da? Dann setze ich den Roboport jetzt. Warte mal. Achso, geht nicht, dann brenne ich das da oben an. Ja, oder wie viele Roboter haben wir denn jetzt im großen Netzwerk? Ich habe keine Ahnung, soll ich mal eben hier irgendwie suchen? Logistikroboter haben wir gerade 400, die nichts tun. Soll ich die einfach mal zusammenschließen? Ja, schließ die Netze zusammen, ist jetzt auch Latte. Also wir haben so viele Roboter. Dann sparen wir uns den ganzen Trödel, entschuldigt. Also ja, weil wir haben wirklich so viele jetzt mittlerweile. Wir produzieren ja die ganze Zeit auch noch, ne? Obwohl, ja, nee, eigentlich nicht. Wieso nicht? Wir haben keinen Lubricant. Oh. Same procedure as every day. Verdammt nochmal. Ich will nicht mehr. Mann, ich will kein Lubricant. Ich will jetzt nicht mit Öl. Ich will jetzt nicht. Nein. Ich wollte gerade kein Öl produzieren. Weil Öl ist nervig. Öl ist doof. Öl ist nervig. Öl will niemand. So, was ist jetzt hier noch? Was bräuchten wir für Speed 3? Auch wieder rot und blau und Science Alien Dinger hier. Okay, dann bauen wir das hier ein bisschen um. Ne, brauchen wir eigentlich gar nicht. Machen wir das so. Machen wir das so. Solarpanel. Solarpaneele? Wie viel Stack? Auf was stacken die? Solarpanel? Ich glaube auf 50, kann das sein? Guck mal gerade, hier ist nämlich die Solarpanel. Ja, auf 50. Und noch 90 Stück drin. So. Und dann, lass mal den hier einfach in eine Chest ausgeben, oder? Machen wir das? Lass mal ihn hier jetzt Dinger anfordern. Eine Anbieterkiste. Ich wollte eine Anforderungskiste bauen, die da. So. Dann lasse ich ihn jetzt hier. Ist ja nicht so viel, was da drin ist, ne? In der Panel. Es sind aber noch ein paar im Netzwerk drin. In der Solarpanelkiste, meinst du? Ja. Ich unblocke die mal, dass die halt volllaufen kann, ne? Dass wir halt jetzt wirklich Massen produzieren. Ja. Das wäre ja von Vorteil für uns. Wenn das passieren würde jemals. Also ich glaube zwar nicht dran, dass das jemals passiert, dass wir, dass das voll wird, aber der Wille zählt, ne? Wie man so schön sagt. Schon. Nee, ich möchte das eigentlich lieber auf einen. Haben wir Intelligent irgendwo? Nein, habe ich nicht im Inventar. Ich möchte nämlich den eher so und dann mit einer Anbieterkiste. Und hier einen roten. Und dann kommt hier Red und hier wieder Blue dran.
Roboports. Stellen eigentlich Roboports irgendwo automatisch hin? Ja. Kannst du requesten. Sind im Netz. 5 Stück aktuell. Habe ich auf 5 auch begrenzt, weil die halt so viele Ressourcen schlucken, ne? Naja, es wird gleich nicht mehr so sein. Speed Modules 3 und der ist nicht im Logistiknetz. Deswegen bauen wir ihm hier mal noch einen Logistiker hin. Sieht er da richtig? Ja. Der kriegt hier jetzt Bedingungen für, wenn, arbeite nur, wenn davon weniger als 10. So, und jetzt wäre das natürlich cool, wenn der... Schön. ...oben hinfährt, nur dann, wenn er, wenn da oben welche leer, wenn die da oben leer sind, ne? Das wäre natürlich richtig optimal. So, das möchte ich mir jetzt gerne mal eben in einen Blueprint schmeißen. In der Foreman-Mod. Zugdreieck, so, Underground Pipes, Solar, Furnaces, Kohle. Dann möchte ich nämlich gerne mal den hier hinzufügen. Genau, den hier möchte ich mir gerne lesen. Jedoch mit was fügt man diese bei der Foreman-Mod nochmal was hinzu? Mit dem Plus? Plus? Ja, aber der liest den nicht. Oder muss ich den in der Hand haben dafür? Du musst den unten in deinem Toolbelt haben. Aber wahrscheinlich im Aktiven. Ja, im Aktiven musste der sein. Ah, okay. Das ist nämlich Unloader Import. So, das ist, was ich da jetzt habe, sind, reingeschmissen habe, der Unloader, das sind einfach, 8, Requester Chests, die auf einem Blue Belt rausgeben. Weil den wollte ich nämlich gerne, behalten. Und dann machen wir hier jetzt einmal das Module-Dingsbums. Die Modulfabrikation. Und so, jetzt ist der ja eigentlich. Na gut, Solar ist jetzt immer noch nicht so prall. Blue Circuits produzieren wir auch im Moment viel zu wenig. Solar habe ich da unten, das können wir nachher mal abreißen. Wollen wir das mal abreißen? Nee, lass mal noch da. Okay, weil ich würde nämlich hier jetzt gerne eigentlich das Blue ausbauen und dafür muss ich Solar irgendwann abreißen. Ja, komm mal gleich zu. Sobald ich oben angefangen habe zu bauen, können wir das gerne machen. Okay. Wir kriegen irgendwas gar nicht. Was denn? Weiß nicht. Was ist das für eine freie Linie? Ist das noch einmal Kupfer? Wir haben kein Kupfer. Wir haben kein Kupfer mehr? Doch, wir haben ja in den Kisten, aber die sind alle nicht angeschlossen. Ich würde sagen, du hast geschlammt, mein Herr. Nein, die Kupferstation hat keinen Strom. Was? Mhm. Da fehlt, glaube ich, irgendwo unten ein Powerpole. Nein. Unten an der Station. Ja, die komplette Linie im links hat keinen Strom. Wo Kupfer 1 dran hängt. Da ist kein Strom. You are right, ich weiß. Aber es ist egal. Nee, ja, okay. Es wird nicht ins Netzwerk eingespeist. Wie ins Netzwerk eingespeist? Ja, da sind 4 Kistenlinien und davon ist einer aktiv. Kann das sein, dass das noch passive Anbieterkisten sind? Nein, das kann sein, dass das einfach nicht angeschlossen sind, weil da keine Bells angeschlossen sind. Du hast geschlappt. Oh. Du hast sie nicht zu Ende gebaut. Ach nee, ja, da hab ich noch nicht mit angefangen mit dem Umbau. Das stimmt, weil ich wollte mir eigentlich einen Personal Roboport bauen und dafür brauche ich die Dingens Nummer 2 und ja. Soweit bin ich nicht. Na gut, dann kommt auf jeden Fall gleich ein bisschen Kupfer. Ich würde jetzt mal nach oben zur Solarfahrt. Wir haben ja Dings. Ich brauche mal ein paar Bauroboter, die ich mal so klauen kann. Haben wir hier mal welche? 5. Jetzt auch nicht so prickelnd. 13. Ja, die werden ja direkt ins System geschmissen, ne? Ja. So, wir haben immer noch ein Kupferproblem. Ja. Weswegen wir nämlich gerade überhaupt keine Circuits reinbekommen. Ja. Was nicht so pralle ist, aber sollte ja, jetzt gleich Kupfer wieder kommen. Ja, Kupfer sollte, ne? Jetzt kommen.
Also ich kann ja gerne nochmal rüberlaufen, aber das... Okay. Das habe ich tatsächlich, ja, abgeknipselt, das ist richtig. Ja, mein Gott, das passiert mir auch. Ich habe vorhin auch irgendwo ein Fließband abgetrennt. Weiß nur nicht mehr welches. Ich sage nichts, aber Kupfer ist fast, also alles, was wir hier so belegt hatten. Oh, ich sehe es gerade aber, oh. Wir haben es gut gemeint, ne? Wir haben es gut gemeint. Ich baue es mal eben ein bisschen aus. Mhm. Den kann ich auch löschen. Das ist ja lausig. Lausig ist das. Kann ich diesen ganzen Kram mal mitnehmen? Genau. Danke. Ja, wunderbar. So, ich habe gerade mal unsere total super natürlich die Blue Circuit Produktion aufgestockt. Wofür wir ja auch keine Green Circuits brauchen. Die wir ja auch so viele wie möglich nur von haben. Also super. Genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Wunderbar. Wir wollen jetzt gerade hier noch Sachen klauen. Schön. Ja, ich müsste jetzt eigentlich... Es müsste doch eigentlich schon gehen, dass ich mir hier 5 Stück anfordere, oder? Guck mal. Geschwindigkeitsmodul 3. 5 Stück bitte. Die sind doch, glaube ich, im System. Oder? This is here the question. Oder? Da habe ich ein Geschwindigkeitsmodul 1 dabei. Ah, da kommen sie. Cool. Ja, ich lasse mich jetzt gerade... Also ich habe jetzt eine Modulfabrikation erstellt, ja? Die ist skalierbar. Das heißt, wenn wir nachher total bescheuert mit Modulen gehen wollen, was ich, glaube ich, am ehesten mit Efficiency machen würde, dann können wir das erweitern. Ja, die ist skalierbar. Ich werde davon jetzt gleich einfach noch 2 Stück hier dran pflanzen, dass wir Productivity und Efficiency herstellen. Und dann sollte das reichen. Für unsere Zwecke. Baut, meine Roboter, baut. Glaube ich. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bauen wir hier jetzt einfach nochmal eine dran. So, die kriegt hier Green und hier Red. Gibt hier aus. Zack, zack. Und zack. So, und dann gibt die hier so. Ach, das war eigentlich Quark, aber... Offensichtlich habe ich ja irgendwelche... Ich glaube, da hatte ich keine Belts mehr. Da habe ich wohl auch welche, gar nicht erst angeschlossen gehabt. Ja, ich glaube, das haben wir aber beide, glaube ich, sehr gut gekonnt, da bei der Base. Weil die haben wir beide nicht richtig... Die haben wir beide nicht sauber angeschlossen. Naja, aber das Geile ist, dass die Sachen komplett ausgelaufen sind. Das ist ja der Hammer. Ja, also wir haben mittlerweile einen ziemlich hohen Verbrauch. Das steht fest. Dass unser Verbrauch einfach nur absurd hoch ist. Schwupps, wurde mal wieder abgelenkt. Sag's euch, Leute. Fangt nie an, Factorio zu spielen. Ja, das ist der absolute Mega-Zeitfresser, ey. Genau, ihr habt keine Freizeit mehr. Wie? Ich finde das so schön. Auf der Webseite kommen unten so Zitate durch. Steht irgendwie so auf Englisch dann da drin, ich habe das Spiel eine Stunde gespielt, meine Freundin hasst es jetzt schon. Und dann war es morgen, irgendwie sowas gab es da irgendwie auch. Ja, ja, genau. Ja. Nur noch eben das und dann war es morgen. Ja, aber so ist dieses Spiel tatsächlich. Du verlierst dich da drin. Was man auf einmal für Sachen macht und dann so denkt, ja, das mache ich noch eben. Und dann guckst du auf die Uhr und merkst, oh. Oh. Habe ich 6 Stunden gespielt. Okay. Ach, guck mal, mein Upgrade-Planer hat sich nicht zurückgesetzt. Oder hat er die Einstellung von dir übernommen? Was hast du denn da drin stehen? Ich hab's gerade automatisch alles gemacht. Ja, ich habe Fließband alles nach Express und Greifarm nach schneller Greifarm nur eingestellt. Ja, aber übernimmt er das offensichtlich? Keine Ahnung, kannst du ja mal selber was einstellen unten. Ja, jetzt nicht. Ich baue das hier ja gerade alles hoch. Ich mache jetzt gerade mal unsere Kupferstation. Hübsch. Kommen denn immer noch welche von da oben? Ach, da ist noch ein Roboport. Na, den... Ach so, weil ich damals keinen Personal Roboport hatte. Den können wir mal ruhig abreißen, getrost.
Jo, jetzt bringen wir da mal eben grüne Circuits rein. Da kommt Green, hier kommt Red, hier kommt auch nochmal Red, hier kommt Blue und hier, den muss ich ein bisschen verlegen. Dann hier nochmal Red und hier nochmal Blue. So, das hier ist Green. Bevor ihr jetzt ja auch nochmal anfangt. Ist auch schon fertig. Green. Oh, das ist ja Wahnsinn. Das wär, ich werde das mal hier komplett belegen jetzt, aber. Red, red, lange wird das jetzt auch nicht mehr halten. Wie immer. Hast du oben das einen, diesen kleinen Fetzen da auch schon belegt? Da ist ja noch nördlich ein kleinerer Fetzen. Den habe ich noch nicht belegt. Oh, jetzt habe ich das erstmal falsch rumgebaut. Du kannst auch das Stein, glaube ich, jetzt mit belegen, wenn du willst. Weil wir können das ja jetzt, das wird ja unten sortiert. Ich wollte ja eigentlich auch auf dedizierte Stationen da unten das alles abstellen, dass das nicht mehr so Einzelstationen sind, sondern dass das alles Universalstationen sind. Sind es ja jetzt schon, nur wir haben die Züge noch nicht umgestellt. Ja, ich muss mal. Muss mal. Muss aufs Klo? Nein. Was? Das war ein Scherz. Oh, ich habe keine Fließbänder mehr. Boah, ey, einmal mit Profis. Oh, ich habe keine Fließbänder mehr, alles blau weg. Oh, ja. Das sind wieder, das war wieder der Spruch des Tages. Boah, ey. Oh. Und eigentlich wollte ich ja Solar anwerfen, ne? Also ja, schon. Man wird in diesem Spiel einfach komplett durcheinander gebracht. So, was wollt, ach nee, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas, nee. Nee, denn doch nicht. So, hier ist Red. Das da ist nochmal Red. So, und wenn das nochmal Red ist, dann ich bringe das hier rüber. Ich will das in meinem Inventar aufgeräumt hat. Ich wäre euch jetzt auch sehr verbunden, wenn mir irgendjemand Fließbänder bringen könnte. Die wir bestimmt nicht mehr haben, weil wir keinen Lupulkent haben. Möglich. Dann lache ich aber. Es also wäre aber vermöglichbar. Ja, das befürchte ich. Also es kommen gerade welche, ich sehe es, aber wir haben keine mehr in den Kisten drin. Okay, so scheiße. Ich gehe mal kurz oben bei Rohöl gucken. Was da eigentlich so los ist. Hey, was geht denn bei euch so? Na, warte mal, ich gehe erstmal, kommt, bringt mir mal erstmal, was ihr alles habt. So. Dankeschön, ihr Lieben. So, Red Circuits ist da jetzt auch angeschlossen. Was wird das hier? Das ist Blue. Oh. Dann gehe ich erstmal Kupfer zu Ende machen. Dann gehe ich Rot zu Rohöl. Und vielleicht mache ich dann nochmal die Solarproduktion. Demnächst. Hier auf YouTube. Genau, demnächst in diesem Theater, ne? Ja, das ist, naja. Ja, was wir hier für ein Chaos produzieren, das ist schon echt faszinierend. Ja, wenn du dir die Zugstation da unten anguckst, da wird mir ja fast schlecht, weil. Wieso? So viel, weil das so viele sind, oder was? Ja, aber es sieht irgendwie ganz schön wüst aus, finde ich. Ich finde alles gar nicht so schlimm. Also gerade mit den Zugstationen, das finde ich noch am unproblematischsten. Viel problematischer finde ich, wenn du dir dann, wenn man sich anguckt, was wir hier hinten mit dem Bus veranstalten. Der sieht mir nämlich richtig heikel aus. Da war ich schon ein paar Folgen lang nicht mehr. Und in dieser Aufnahmesession wirklich noch gar nicht. Also zumindest am Ende nicht. So. Okay, also Kupfer sollte wieder kommen. Das ist doch schön. Das ist oben jetzt noch nicht angeschlossen. Das bedeutet, dass okay, zumindest theoretisch Circuits auch wieder kommen. Zumindest in der Theorie. Ich glaube ja noch daran, dass das auch funktioniert. Fließband. Und hier muss blau dran. Naja gut, das wird schon, es läuft schon durch. So. Was ist denn das Problem beim Öl eigentlich momentan? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich glaube gerade hoch. Gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles angeschlossen. Kann das sein? Das sieht irgendwie so aus. Und wir kriegen halt gerade überhaupt keine Circuits rein. Deswegen bringt das hier alles nichts und kann mir das nicht angucken. Gut, das sollte Efficiency werden. Und hier Efficiency 2 und hier Efficiency 3. Und der möchte gerne 10 Alien-Artefakte anfordern. Und der möchte nur. Also, wir haben definitiv genug Rohöl. Ja, ich sag's dir, wir haben nicht genug Petroleum. Wir haben alle Petroleumstanks voll.
Das ist das Problem gerade. Ja. Was? Ja. So ein Problem. Ohne Scheiß. Was? Ja. Was? Ja. Nein. Wir haben 8 Tanks voll. Das ist doch bekloppt. Also ja, also wir haben da unten definitiv zu viele, zu wenig Abnehmer. Aber ich hänge jetzt hier einfach noch so ein paar Tanks ran. Und wenn die dann irgendwann voll sind, dann kriege ich echt Angst. Ich habe übrigens einen guten Tipp in den Kommentaren gelesen. Ach so? Kannst du... Ach so. Ja, ja, ich lese ja Kommentare, das glaubt man ja gar nicht. Aber... Ich habe gar keine. Kannst du in die Pumpe oben, die das umleitet, da das Schweröl... Die muss umgestellt werden. Die arbeitet ja im Moment nur, wenn Schweröl so und so voll ist. Stell die mal um, dass sie arbeitet, wenn Lubricant voll ist. Welche Pumpe? Wir haben ja eine Pumpe, die das Schweröl so, zum Schweröl? Cracken bringt. Wenn die das zum Cracken runterbringt. So. Ja, wenn Lubricant voll ist, dann müssen wir dann auch den Lubricant-Tank anschließen. Ich bin jetzt gerade auch mal hier nach hier oben gelatscht. Ja, alles klar, ist klar, ist klar, ist verstanden. Ne? Ja, das können wir natürlich machen. Und dann stellst du die nämlich ein, dass wenn Lubricant über 2000 ist oder so. Da wird zwar erstmal nicht passieren, aber dann können wir das zumindest schon mal vorbeugen. Wir haben echt genug. Krass, ey. Hast du hier jetzt einfach mehr Tanks dran geflanscht? Ja. Ich sehe das gerade schon. Geil. Ich verbinde die mal gerade alle. Dass wir sehen, wie viel wir haben. Lubricant. Wenn Lubricant voll ist, das ist ein voll. Hier, ein Tank hat 2500. Also stell mal ruhig auf 2000 oder so. Kannst du dir das größer, kleiner aus, größer, wenn Lubricant kleiner als 2000, ja, ist richtig so. Dann sollst du arbeiten. Nee, wenn, genau, Lubricant größer 2000 ist das. Ist das jetzt richtig oder ist das nicht richtig? Das ist richtig eingestellt. Gut, dann weißt du warum? Richtig. Weißt du warum? Das ist ein Trichter. Stell ja, dir das wir vor. Hatten diese Diskussion ja, diese Diskussion hatten wir schon mal, ne? Ja, ich werde das echt nicht mehr lernen, ne? Ich bin da echt zu blöd dazu. Ach Quatsch, das schaffst du schon. Alter, wir haben 21, was? 21.000 Petrol? Was zur Hölle? Ist echt der Hammer. Wir könnten echt jetzt überlegen, ob wir daraus nicht Fuelblocks machen und uns die Kohle aufsparen oder solche Scherze. Ach, lass uns die Kohle, das kostet doch nichts. Ja, stimmt auch wieder. Aber das wir brauchen halt das ganz ganze Leichtöl. Ehrlich, da sammeln wir das lieber, weil wir haben ja auch den ganzen Trödel, da, wir haben ja im Moment nichts Richtung Raketenforschung oder so, wir machen ja nichts. Deswegen ja, stimmt. Staut sich das hier so. Ja, und wir könnten nämlich dann, wir könnten dann hingehen und hier eine Rail-Station hinbauen, die dann voll dem Zeug gepumpt wird. Wenn genügend da ist, dann bringen wir das rüber zu der anderen Base, was wir geplant haben. Und dann wird das da zu Raketentreibstoff verarbeitet. Zum Bleistift? Das könnte man tatsächlich machen. Das finde ich eine gute Möglichkeit. Ja, dann stornen wir einfach mal. Ich glaube, das ist mit das Lukrativste, ne? Ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, also die Tanks, die kosten noch nichts. Also lass uns das... Ja, 2 Petroleum ergeben einen Festbrennstoff. Weil jetzt im Moment so Leichtöl-Dings... 3 Leichtöl ergeben 2 Petrol. Das heißt, Schmiermittel steigt langsam, aber sicher eher langsam, aber könnte man fast überlegen, ob man noch eine daneben baut. Aber wir lassen es erstmal so. Gut, dann ich, Solar. Es steigt so langsam, Folgenende. Ne? Stimmt, Folgenende, richtig. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wir sind es auf jeden Fall und wir machen ganz, ganz viel Unsinn in unserer supergeilen Kampagne hier. Und ja, wir sehen uns dann. Tschüss. Genau, tschüss.